Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Hier ist Ukrutz und ihr schaut XCOM 2 und das ist das 30. Let's Play. Ganz schön weit vorne sind wir schon. Allerdings in beide Richtungen. Also die Aliens uns und wir den Aliens. Ja, wir haben hier nicht allzu viel zu tun gerade. Ich muss jetzt gerade noch mal schauen, wie wir das hier vernünftig machen, weil 21 Tage bis zum Psi-Labor ist eigentlich ein bisschen viel. Ich glaube, da würde ich eher hier noch jemanden aus der Entrümpelungsaktion rausnehmen und dafür hier ein Psi-Labor einsetzen. Elf Tage ist schon deutlich gefälliger. Die Schattenkammer wollen wir jetzt auch mit Prio zu Ende bringen. Energierelais würde ich gerne eins abreißen, um andere Gebäude noch bauen zu können. Aber erstmal ist es so, wie es ist. Wir haben nur noch 4 Vorräte, dafür 135 Infos. Und gehen zurück auf die World Map. Wir hatten noch mit den düsteren Ereignissen ein bisschen Platz. 3 Wochen und 6 Wochen. Das heißt, ich erwarte hier, da auch hier keiner mit Punkten dabei ist, jetzt nicht, dass in den nächsten 2 Wochen sich hier wieder Punkte großartig auffüllen. Da gäbe es für uns Legierungen abzugreifen, da gäbe es Legierungen und Illyrium abzugreifen. Und ja, damit sind wir quasi durch. Hier wollten wir theoretisch noch so ein Relais erstellen, um hier günstiger hinzukommen, aber da ist die Frage, ob wir uns das leisten können. Lange Rede, kurzer Sinn, wir werden erstmal hier ein bisschen buddeln und hoffen, dass wir was Schönes finden. Schattenkammer einsatzbereit. Und da ist sie, die Schattenkammer. Ich bin zwar beeindruckt, welche Fortschritte wir beim Infiltrieren des Alien-Psionik-Netzes machen, aber die Komplexität ihrer technischen Entwicklung gibt uns weiter Rätsel auf. Wie auch immer, mit den verbesserten Entschlüsselungsmöglichkeiten dieser Kammer können wir aber sicher an viel mehr Informationen gelangen, als bisher erhofft. Okay. Neues Ziel hinzugefügt. Ich hatte die Untertitel mal angeschaltet für den unwahrscheinlichen Fall, dass ich wieder drüber quatsche, dass ihr trotzdem den Inhalt mitkriegt. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt, aber es ist jetzt auch nicht sonderlich störend. So, jetzt sollen wir die Fiola aus der Geheimeinrichtung untersuchen. Und das Codex-Hirn sollen wir auch untersuchen. Wir sind bereit und können mit der Analyse des aus der Advent-Geheimeinrichtung geborgenen Materials beginnen, Commander. Die Schattenkammer ist voll funktionsfähig und wir können ihre fortschrittlichen Entschlüsselungsmöglichkeiten zur Analyse des Codex-Artefakts nutzen, das unsere Truppen geborgen haben. Okay, alle aktiven Forschungsergebnisse werden dadurch abgebrochen. Das heißt, wir werden das jetzt noch ein bisschen auf die lange Bank schieben. Nicht allzu lange. Aber zumindest mal einen Tag noch, bis wir hier den Mac erforscht haben. Dann können wir die Forschung ein bisschen sacken lassen. Denn da erforschen wir ja gerade eh nur Leichen von Aliens. So, Andromedon. Das Ergebnis hätte ich nicht vorhersagen können, aber es ist faszinierend. Der Umstand, dass dieser gepanzerte Schutzanzug auch nach dem Ableben seines ursprünglichen Trägers noch weiterkämpft, ist erstaunlich. Ja. Ich werde Shen zu Rate ziehen, um dieses ungewöhnliche Verhalten weiter zu erforschen. Also, obwohl ich äußerst unentschlossen war, ob ich an dieser Kreatur eine Autopsie durchführen sollte, bevor ich die Dämpfe aus ihrem Anzug gründlich untersucht hatte, wurden meine Sorgen vom Rest des Führungsstabs aufgrund des Zeitdrucks überstimmt. Ich war sehr erleichtert festzustellen, dass das am häufigsten auftretende Element Argon war, ein bei korrektem Umgang völlig harmloses Gas. Obwohl sie von Größe und Körperstruktur der Muton-Spezies ähneln, scheinen die Andromedon, wie wir sie nennen, über einen anderen genetischen Entwurf zu verfügen als ein Muton. Ich betone hier das Wort Entwurf, weil die Andromedon mit Ausnahme der extremsten Beispiele mehr als alle anderen entworfen wurden, um nur im Inneren dieses Schutzanzugs zu existieren.
in denen wir ihnen auf den Schlachtfelden begegnen. Wird dieser Schutzanzug zerstört, führt dies zu einer ähnlichen Reaktion wie bei der Entfernung des Helms bei einem menschlichen Astronauten im Weltraum, also zu einem schmerzhaften und unangenehmen Tod, innerhalb von Minuten. Na ja, gut. So hält man sich seine Leute gefügig. Hey, du kannst nicht leben ohne meinen Anzug. So, Annäherungsmine können wir jetzt erforschen. Das ist eine coole Sache. Hätten hier jetzt noch ein paar Forschungsobjekte, aber die werden wir jetzt zugunsten unseres Schattenprojekts ein wenig nach hinten rücken lassen. Trotzdem verlassen. Beziehungsweise, nee, zuordnen tun wir es. Ich werde auf Ihren Befehl hin anfangen. Der Archon ist das Ergebnis einer aufwendigen Fusion von Alien-Biomaterial mit fortschrittlichen mechanischen Unterstützungssystemen und stellt an Alien-Standards gemessen ein außergewöhnlich verspieltes Design dar. Seine einzigartige Erscheinung versprüht einen Hauch von Autorität und ich kann nur vermuten, dass die Aliens ihn als eine Art Herold für ihre restlichen Truppen entworfen haben. Ja. Ein bisschen heroisch ist er auch, von der Optik zumindest. So, und jetzt erforschen wir die Fiole aus der Geheimeinrichtung. Jawohl, ja. Dessen sind wir uns bewusst. So, wir haben jetzt hier wieder einen freien Ingenieur, meine ich, wenn die Schattenkammer... Beziehungsweise einen freien Gremlin, den wir dann hier einsetzen können. Damit haben wir 5 Bonusenergie. Aber noch immer kein Geld. Da ist jetzt die Frage, wie wir uns das besorgen, ob wir noch Sachen verkaufen oder ob wir es jetzt erstmal drauf beruhen lassen. Hier würden wir ja auch noch ein bisschen was kriegen, wenngleich auch erst in 18 Tagen. 135 Vorräte und 21 Legierungen. Ressource gefunden. Okay, wir haben einen War-Anzug gefertigt. 49 Legierungen, 52 Illyrium-Kristalle. Das ist gut. Wollen wir zum Hauptquartier zurück? Nein, wollen wir nicht. Wir haben nicht mehr viel zu tun, außer hier die Alien-Legierungen noch zu sammeln. Denn uns fehlt die Kohle. In 13 Tagen gibt es wieder Geld. Avenger berechnet neuen Kurs. Unglaublich, dass es so weit gekommen ist. Ich hoffe, dass wir nichts Schlimmeres als diese schrecklichen Bilder finden. Sie schlachten uns ab, Doktor. Was könnte schlimmer sein? Das werden wir gleich wissen. Ich habe die Schattenkammer mit dem Schiffscomputer verbunden. Sie durchsucht seit unserer Rückkehr das von uns gefundene Material. Katalogisiert Sequenzen. Genetische Sequenzen. In schier endlosen Kombinationen. Aber alle mit ähnlichen Genmarkern. Menschlichen. Es müssen Tausende sein. Zehntausende. Und der Vorgang ist noch lange nicht abgeschlossen. Deshalb brauchen wir den Schiffscomputer, um herauszufinden, wo sie herkommen. Indem wir Querverweise zu den Daten bilden, die wir aus dem Advent-Netzwerk haben. Es ist ein Aufnahmeformular aus einer der Gentherapie-Kliniken. Avatar. Was genau ist in diesem Behälter? Es übersteigt selbst meine schlimmsten Befürchtungen. Doktor. Ich glaube, das sind die verschwundenen Zivilisten. Das ist unmöglich. Die Genkliniken. Millionen von Menschen auf der Suche nach Hilfe. Medizinisch geprüft und selektiert. Passende Kandidaten werden zu dieser Einrichtung gebracht und zu dem Material verarbeitet, das wir hier vor uns haben. Aber wozu das alles? Ich habe zu diesem Zeitpunkt noch keine Theorie. Es gibt keine Forschung, die das rechtfertigen würde. Das ist Völkermord, Doktor. Und diese Menschen laufen in ihr Unglück. Wir wissen nicht, was sie mit dem Zeug machen, aber wir können herausfinden, wo sie es hinbringen. Ich hab's. Es ist eine Hochsicherheitsproduktionsanlage. Normale Verteidigungsvorkehrungen. Dann schlage ich vor, wir statten ihr einen Besuch ab, Commander. Okay.
Die gesammelten Informationen könnten uns helfen, den wahren Plan der Aliens zu stoppen. Ja, sehr, sehr, sehr widerlich. Ziel hinzugefügt. So. Es scheint, als hätten wir alle Hände voll zu tun, Commander. Ja, meine anfängliche Euphorie über unsere früheren Entdeckungen bezüglich der geborgenen Alien-Daten hat sich ob der besorgniserregenden Ergebnisse meiner aktuellen Tests in Luft aufgelöst. Meine Analyse der grünen Substanz, die wir aus der Advent-Geheimeinrichtung geborgen haben, lässt nur eine Schlussfolgerung zu. Dass die Einrichtung einzig und allein zu dem Zweck gebaut wurde, konzentriertes Genmaterial zu veredeln und zu produzieren. Menschliches Genmaterial. Meine Analyse nahm unsere gesamten Schiffssysteme in Anspruch und ergab, dass bereits eine von uns geborgene Fiole des unverwechselbaren Genom, die unverwechselbaren Genome von über 1 Million Subjekte enthält. 1 Million Menschen, die in ihrer Verzweiflung in die Advent-Städte gezogen sind und sich dann für widerwärtige Experimente zur Verfügung gestellt haben, die sie am Ende das Leben kosteten. Die Gründe dafür kann ich nur erahnen. Ja, 1 Million Menschen in der Einrichtung, die wir da auseinandergenommen haben. Da würde ich sagen, nehmen wir die Forschung direkt noch mit dazu. Und gehen dann nochmal auf die Karte zurück. Und erforschen hier noch... Oh! Wir haben den ersten Kontakt mit den Widerstandskämpfern in diesem Gebiet aufgenommen, Commander. Sie zeigen uns den Weg in die Alienschmiede. Commander, okay. Wir haben die Zahlen durch die Schattenkammer gejagt. Dies sind die taktischen Vorhersagen für unseren nächsten Feldeinsatz. Ja, da ist einiges. 14 Gegner. Die Schattenkammer ist also sehr praktisch, denn sie zeigt euch schon mal im Vorfeld, auf was für Gegner ihr euch so einlassen müsst oder könnt. Ein Andromedon ist doof. Elite-Lanzenträger, Elite-Offizier, Elite-Soldat, bla bla. Codex, Sektopod, Aua, Archon, Jaul, schwerer Mech und Elite-Schildträger. Das heißt, da ist alles vertreten, was wir bisher so entdeckt haben. Ich breche das jetzt hier an der Stelle mal ab. Der Einsatz ist ja dann hier drüben. Der läuft uns hoffentlich nicht weg. Wenn doch, werden wir es gleich sehen. Aber das sieht nach was Längerem aus. Und aus diesem Grunde würde ich jetzt hier erst noch fertig forschen. Den Schädelauswerter fertig erforschen. Das Psi-Labor fertig machen. Und dann dort angreifen. So, jetzt haben wir einen Guerilla-Einsatz. Den können wir wiederum nicht verschieben. Wir können das verdeckte Ereignis kontern. Das ist ein sehr schwerer Einsatz. Wir können die zusätzlichen Chrysaliden stoppen. Oder wir reduzieren die Zeit für die Alien-Einrichtung um 2 Wochen und kriegen einen Ingenieur. Also die Wahl besteht eigentlich ja nur zwischen Kohle, Kohle, Kohle. Und dem Verdeckten, was schlimm sein kann. Oder aber... dieses hier. Mit einem Ingenieur als Belohnung. Ich meine, wir sind schon sehr klamm aktuell. Ein unbekannter Feind. Ein unbekannter Feind. An beiden Stellen das gleiche. Auch hier ist ein unbekannter Feind dabei. Bernsteinfarbener Schlüssel. Oder knochiger Schlechter. Heieiei. Lassen wir es uns mal durchleuchten. Das hier ist eine ziemlich fiese Sache. Das heißt, die sind 2 Wochen schneller beim Bau ihrer neuen Einrichtung. Auf der anderen Seite ist das halt ein Punkt, der, den wir ihnen wieder kaputt machen können, indem wir die Einrichtung direkt wieder zerstören. Und ich brauche, glaube ich, wirklich das Geld. Also kontern wir das verdeckte Ereignis. Das ist wahrscheinlich irgendwas Läppisches. Aber, wie gesagt, mit dem Geld können wir... wenn alles gut läuft, einiges bewerkstelligen. Ich schaue gerade, was der Trupp so sagt. Wir entfernen einmal Voodoo.
Wir haben alle anderen auch wieder am Start. Die Frage ist, ob ich jetzt mit dem Dream Team, also euch, los eiere oder ob ich das später mache. Oh, Frosch im Hals. Kleiner Augenblick. So, ich hoffe, mein Naseputzen hat man nicht gehört. So, zwei Schwere brauchen wir auf jeden Fall. Ich tendiere zu zwei Spezialisten. Könnte mir aber auch zwei Ranger vorstellen und das Gummibärchen mitnehmen. Ich glaube, das machen wir auch so. Jonas ist ja leider noch verletzt. Sollte sich auch nochmal in den Kommentaren dazu äußern, was er gerne für ein Nickname hätte. Sonst muss ich mir was ausdenken, weil Bull Rush finde ich extrem seltsam. Der Ansturm eines Bullen. Naja, gut. So, Ausrüstungsgegenstände ablegen und freigeben. Ebenso. Dann bearbeiten wir hier an der Stelle nochmal und rüsten jetzt statt des Exo-Anzugs den zweiten War-Anzug aus. Wir haben hier immer noch nichts Brauchbares erforscht, leider. Aber wir können dagegen schnell herstellen. Nur ohne Gold nicht. Ich wollte nämlich jetzt eigentlich hier so eine... Schade, schade, schade. Annäherungsmine. Aber gut, was nicht ist, das ist nicht. Xarexes bekommt jetzt hier wieder das Bluescreen-Geschoss. Versickel bekommt Heilung und Schädelstecker. Wobei, wir haben Schädelhausen noch nicht erforscht. Dann glaube ich, ist die Granate doch besser. Aber vielleicht eine Blendgranate mal bei einem unbekannten Feind. Und sie bekommt das zweite, den zweiten Knödel. Aber wir bearbeiten sie natürlich noch. Das ist eine kleine Individualisierung. Gummibärchen. Gummibärchen. Das N passt nicht mehr. Dann ist sie halt einfach nur der Gummibär. Gummy Bears. Bouncing here and there and everywhere. So, schauen wir kurz mal. Fortschrittliches Laservisier für 10 Crit. Immer gern gesehen. Bei Rangern. Die Dinger würde ich, glaube ich, eher... Nö. Nö, nö, nö. Das nicht. Kurz nochmal gucken, was... hier drin ist. Magazinerweiterung und eine Chance auf eine Bonusaktion. Hm. Da kommt hier der überragende Mehrlader rein. Chance für einen Instant Kill. Was war jetzt das Einzelteil, was wir noch übrig haben? Wir gehen hier nochmal kurz drauf, schauen, was Skillmaster so hat. Er hat schon bei beiden überragend. Automatiklader für dreimal nachladen und für Chance auf eine Bonusaktion. Gucken wir bei Twist auch noch eben rein.
Zweimal Nachladen und 15 Zielsicherheit. Eigentlich ist das eine coole Kombo. Kostenlose Bonusaktion wäre natürlich auch nicht schlecht, aber letztlich sind zweimal kostenlos Nachladen auch sowas wie eine Bonusaktion. Also spare ich das Ganze hier nochmal auf. Beziehungsweise gucke bei Xarexis hier auch nochmal rein. Er hat auch 5 Zielsicherheit, das ist ja lausig. Das ist ja lausig. Na gut, aber ist jetzt halt erstmal so. Das erklärt, warum er immer daneben schießt hier. Er hat kein Visier drauf. So, das ist aber jetzt dann die Truppe. Schluss, endlich und gültig. Aber ich vermute fast, dass dieses Let's Play schon eine gewisse Länge erreicht hat. Dann würde ich, glaube ich, an der Stelle mal umschwenken und hier Schicht machen und euch mit dem nächsten Let's Play dann einfach direkt in die Mission reinwerfen. Das ist dann vielleicht ein bisschen spannender als immer dieses Base-Geprickel am Anfang des Let's Plays. Ich glaube, ich drehe das jetzt einfach um. Ich werde immer mit dem Einsatz enden und so fängt dann jedes Let's Play direkt in der Action an. Und wer nach der Action keinen Bock mehr hat, sich anzusehen, wie ich die Basis weiter verwalte, der kann dann ja einfach das nächste Let's Play angucken. Ich glaube, das ist eine gute Lösung. In diesem Sinne, bis gleich. Ciao, ciao, euer Ugruz.